Auftakt für Deutschland in die Platzierungsrunde. Am freien Tag sind sie nach Shanghai gereist und kämpfen jetzt noch um die Olympia-Qualifikation im nächsten Sommer. Gegner ist der Senegal, ein Team, das bisher nur verloren hat. Dementsprechend sind die Deutschen Favorit in dieser Partie. Senegal mit einer langen, mit einer athletischen Aufstellung, vor allen Dingen unter dem Korb. Und dementsprechend schwer sind die Abschlüsse für Dennis Schröder und sein Team. Hier legt er den Ball schön und hoch ab, Punkte für den deutschen Point Guard. Die Deutschen spielen ein gutes erstes Viertel, finden gute Würfe, sind diszipliniert. Allein die Trefferquote, die stimmt noch nicht. Schöner Pass von Zipser auf Daniel Theiss. Knappe Führung der Deutschen in diesem ersten Viertel. Das Hoffnung macht auf Olympia 2020. Aber auch der Senegal spielt einen guten Basketball. Das Penetration zum Korb und die Punkte durch Ibrahim Faye, der heute ebenfalls eine gute Partie macht. Maodolo dann zu Beginn des zweiten Viertels. Er findet Benzing und endlich fällt mal ein Dreier. Die Dreierquote ist das Problem der Deutschen in dieser ersten Halbzeit. Und da tut dieser Treffer vom Kapitän natürlich gut. Dalmeida, der Aufbauspieler des Senegals, macht eine gute Partie und der Floater sitzt. Die Afrikaner bleiben dran, deswegen ist Henrik Rödel noch skeptisch. Der Schwung, der Flow will einfach nicht aufkommen. Selten solche Highlights in der ersten Halbzeit. Pass von Dennis Schröder auf Daniel Theiss. Ein schöner Alley-oop der beiden Ex-Braunschweiger. Aber Senegal spielt ein sehr gutes zweites Viertel. Vor allen Dingen, weil sie gut von draußen treffen. 50% die Dreierquote für den Senegal in dieser Partie. Und die Deutschen auch mit zu vielen Ballverlusten. 10 sind es insgesamt in der ersten Halbzeit. Der Senegal kann sogar in Führung gehen und nimmt diese knappe Führung dann mit in die Halbzeitpause. Maurice Ndour, der Mann vom FC Valencia, mit dem Anspiel auf Ibrahim Faye. Das sind die beiden Topscorer des Senegals mit jeweils 17 Punkten in dieser Partie. Auf geht's in die zweite Halbzeit. Und Dennis Schröder hat den Ball. Und wieder das richtige Timing. Der nächste Alley-oop zwischen ihm und Daniel Theiss. Knappe Partie in diesem dritten Viertel. Und der Senegal weiter mit gefährlichen Aktionen. Schönes Zusammenspiel. Phasenweise zeigen sie richtig guten Basketball und zeigen eben auch, dass sie eigentlich ein Kandidat für ein Überraschungsteam gewesen sind. Viele Absagen der Stars. Auch das Team Senegal nicht in Bestbesetzung bei diesem Turnier. Dann kommt die beste Phase der Deutschen. Ende drittes Viertel. Benzing vergibt den Dreier, aber dann gedankenschnell der Offensiv-Rebound und der Pass von Dennis Schröder. Auf einmal läuft der Ball und es kommt die große Dennis-Schröder-Show. Der ist nicht zu halten, nicht zu stoppen, trifft von außen und macht 24 Punkte in dieser Partie. Er spürt den Flow, hat einen unheimlich guten Rhythmus und das merkt man auch in der Körpersprache. Ihm hat dieses Spiel richtig Spaß gemacht. Wieder ist es Schröder. Macht mit seinem Gegenspieler, was er will, geht durch und findet genau die richtige Mischung zwischen eigenen Abschlüssen und zwischen Pässen. Vogtmann mit den Punkten noch eher mit einer starken Partie. 14 Punkte, 9 Rebounds für den Center von ZSKA Moskau. Nächster Traumpass von Schröder und dann der nächste Pass von Vogtmann. Die beiden Ex-Frankfurter, Bartel und Vogtmann, im Zusammenspiel. Phasenweise begeisternder Basketball, den die Deutschen in der zweiten Halbzeit zeigen. Und so wird es dann am Ende ein 89-78 Sieg gegen den Senegal. Vor allen Dingen aufgrund einer starken zweiten Halbzeit und aufgrund eines überragenden Dennis Schröders. 24 Punkte, 12 Assists, seine Ausbeute. Und Deutschland braucht jetzt noch einen Sieg gegen Kanada. Und dann hat man Chancen auf Olympia 2020. Jedes Spiel live und kostenlos für alle.